Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Cyberpunk. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt da ins Anwesen kommen. Hier waren wir auch schon mal. Das kommt mir hier alles so ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, hier waren wir auch wegen dem, wow, wie hieß das? Wegen den Tarotkarten, genau. Dürfen wir hier einfach rauffahren, ja? Ist auch ein ganz schönes Anwesen da oben. Oder war das nicht... Ein Schrein war hier in der Nähe doch auch, oder? Na gut, denn... Wir sind da. Und jetzt will er hier wirklich, dass wir hier an der Seite langlaufen. Na gut, dann hoppeln wir hier mal rüber. Bin mal gespannt. Ne, gegen die Fensterscheibe sollte man nicht laufen. Leise. Was für Freak-Tech? Scheiße, ist das hässlich. Ich hoffe, es war wenigstens teuer. Anders lässt sich diese Spießerbude nicht erklären. Okay. Wahrscheinlich im Schlafzimmer, verschlossen. Auch verschlossen. Wo ist er denn? Ah, Carrie, der schöne Schmetterling, steigt aus seiner seidigen Samurai-Puppe. Aha. Ist auf dem Klo? Die Karre ist geil, muss ich zugeben. Ja, muss ich auch zugeben. Aber wo ist er? Scheiße, wie ein Ausstellungsraum in einem Möbelhaus. Es passt gar nicht zu ihm. Hat er immer auswärts gegessen. Immer. Was sieht hier so durchwühlt aus? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Wo ist er denn jetzt? Oder wo finden wir jetzt was, damit wir hier... Kommen wir hier durch? Nein. Tür ist verschlossen. Hier unten sind, glaube ich, noch Räume. Ah, hier. Scheint unter der Dusche zu sein. Alleine, zum Glück. Glaub mir. Okay, überlass den Rest mir. Ich hole ihn hier raus. Okay. Schmeiß dir eine von Mistys Wunderpillen ein. Na los. Okay. Oh, schon viel besser. Okay, mal sehen, welche nur zum Angeben und welche tatsächlich spielbar sind. Spiel weiter. Wird gemacht. Johnny? Carrie? Nein, das muss ein verdammter Scherz sein. Moment. Was sagte Silverhand mir zuletzt vor seinem Tod?
dass du Samurai verlassen und deinen eigenen Weg gehen sollst. Offensichtlich hatte ich recht, wie so oft. Scheiß Johnny Silverhand. Was zur Hölle? Ich meine, wie? Überraschung. Hurensohn! Schon klar. Hast mich nicht erwartet. Im Gegenteil. Auf den Moment habe ich 50 Jahre gewartet. Siehst anders aus. Eine Typveränderung? Willst wohl hip bleiben. Siehst aber selbst auch nicht übel aus. Scheiße. Johnny Silverhand. Oh Mann, ich brauche einen Drink. Na los, sag schon. Warum rennst du wie ein Klepto-Punk aus dem Afterlife rum? Ha? Das ist wie. Du würdest ihn mögen. Scheiße, Johnny. Das erklärt gar nichts. Nette Bude. Ja, hab noch nicht viel davon gehabt. Bin eingezogen, nachdem das vierte Album draußen war. Schreit nach Sellout, Carrie. Fick dich, Johnny. Fang gar nicht erst an. Und bei welchem Label? Bei Arasaka. Wo sonst? Morgens nehme ich in ihrem Studio auf und abends schaut Yuri oft zum gemeinsamen Kochen vorbei. Aha. Und bei wem bist du wirklich unter Vertrag? MSM Records. Noch so ein Pfeiler der Gesellschaft. Komm, setz dich. Erzähl mal, wo du die ganze Zeit gesteckt hast. Lebst du ganz allein in diesem Palast? Nee. Mein Koch Ariel hat heute frei. Und Miguel... Scheiße, Mann. Das geht dich nichts an. Setz dich und rede. Das ist eine verdammt lange Geschichte. Hauptsache tragisch. Ich hoffe, du hattest ein paar richtig elende Jahre. Denn wenn ich jetzt höre, du warst bei Nomaden, offene Straße, Wind im Haar, oder hast relaxed im Orbit gechillt und platzt jetzt rein, um mir mein Leben zu versauen, dann raste ich aus. Oh, sie wird dir das Herz brechen. Fuck, weißt du noch? Das war das einzige Mal, dass Henry nüchtern und clean war. Ha, und er hat richtig Scheiße gespielt. Danny war jedenfalls froh. Das Gerede, dass du Depressionen hast, stimmt das? Nee, nee. PR-Masche. Der Selbstmordversuch auch? Dachtest du, eine Kugel im Kopf steigert deine Verkaufszahlen? Bei dir hat's nicht geklappt. Kein Arsch kennt mir Samurai. Du bist doch nur angepisst, weil ich ohne dich klargekommen bin. Scheiße. Was soll ich darauf antworten? So im Rückblick gesehen, waren das echt die geilsten Zeiten. In rattenverseuchten Löchern zu spielen, vor jedem Gig zu zoffen? Wir hatten keinen Plan, was wir spielen wollten und waren total abgebrannt. Nancy, Kontrollfreak. Henry roch nach Seppern und Pisse. Und ich hab dir ständig die Hosen geklaut. Verdammt geile Zeiten, Mann. Wusste nie, was Danny an dem Typen fand. Ich meine, die Kleine war clever. Viel zu clever für die Typen, mit denen sie abhing. Naja, Danny stand halt auf Versager, die sich nicht mal selbst anziehen konnten. Henry war perfekt, dumm wie Brot und ständig high. Den konnte sie immer und immer wieder retten. Warum wollte sie mich nie retten? Weil sie sich hätte anstellen müssen. Hast du noch Kontakt zur Gang? Nur Nance hat ihren Namen zu Bess Isis geändert, arbeitet für N54 News. Ich könnte Danny und Henry suchen, wenn du willst. Ein kleines Wiedersehen? Könnten zusammen jammen oder so?
Es ISIS. Nance ist echt aufs Ganze gegangen. Klingt allerdings eher nach einer Halbtagstripperin mit einem Ägypten-Fimmel. Wärst du nicht abgekratzt, hättest du ihr von abraten können. Sie hat also nichts mehr mit Musik zu tun? Wie geht's ihr sonst so? Frag sie doch selbst. Henry hat sicher seine Leber gekillt. Nein, das wüsste ich. Wir haben gemeinsame Freunde. Mit ein paar Anrufen sollte ich ihn finden können. Danny könnte noch ein Biss sein. Sie hatte richtig Talent. Und Rückgrat. Ja, hat gerade erst was rausgebracht. Ist auch nach North Oak gezogen. Ich dachte, ihr hättet keinen Kontakt. Das weiß ich nicht von ihr. Ich glaube, sie geht mir aus dem Weg. Gehst du denn jemals aus dem Haus? Nope. Du willst Samurai zurück auf die Bühne holen? Weiß nicht. Für einen Gig? In einem Schuppen, wo uns niemand erwartet? Ich meine, ich habe einen Ruf zu verlieren. Also gut, machen wir's. Fuck. Jawoll! Okay. Ich schick dir gleich Nancys Nummer. Ich red mit Henry und Danny. Hm? Wenn ich nicht da bin, klär's mit wie. Okay. Kommt ihr beide klar? In letzter Zeit nicht. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Wie soll ich? Ja! Ja! Johnny, alles okay? Nein. Ah, du musst wie sein. Johnny erwähnte, dass das passieren könnte. Habt ihr zwei euch amüsiert? Klingst ein bisschen unzufrieden. Bleib kurz sitzen. Erhol dich. Mach dir um nichts Sorgen. Was ist mit dieser Konzertnummer? Das hast du gehört? Die Wirkung hatte nachgelassen. Also? Wenn du Samurai live sehen willst, dann ist das die einzige Chance. Und wenn das so endet wie mit Rogue? In einer herben Enttäuschung? Das hier ist anders. Carrie braucht dieses Konzert. Okay. Ich werde Nancy anrufen. Oh yeah! Na gut, dann rufen wir mal Nancy an. Nancy? Bess? Bess ISIS? Nein, ihr unterbezahlter, überarbeiteter Assistent. Steven, N54. Wie kann ich helfen? Ich will mit Bess reden. Sie ist nicht da. Ich rufe aus der Eurodyne-Residenz an. Toll. Bess ist trotzdem nicht da. Sie hätte vor 2 Tagen zurück sein sollen. Sie ist zum Totentanz gegangen, für eine Story über Maelstrom. Ruf nächste Woche wieder an. Oder sie Nachrichten. Wenn ihr was passiert, werde ich als erstes darüber berichten. Hab ein mieses Gefühl, wie... Oh. Ich glaube, wir sollten auch zum Totentanz. Na gut, dann zum Totentanz. Ah, oh, wirklich schmuckes Auto. Aber scheint nur fake zu sein. Oh Mann. Da wollen wir mal gucken. Hier hatten wir auch eine Schnellreise. Das heißt, wir könnten eigentlich auch Bix schnell reisen. Auf zum Totentanz. Bin ja mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Aber wenn sie schon seit 2 Tagen zurück ist, ne? Vermisstenanzeige und so ist raus.
Ja, brauchst du dich hupen. Oh, kann ich ja noch vielleicht meine neue Knarre austesten? Was jetzt? Nie hat man seine Ruhe. Ja? Ich werd gleich zu deinem schlimmsten Albtraum. Okay, beim Zielen kann man du die nicht benutzen. Du kommst hier nicht neben raus! Aber ansonsten, Damage macht sie schon mal gut. Ich wollte ja nur mal kurz testen. Aber warum kann ich beim Zielen nicht schießen? Halten, aufgeladener Schuss. Ach, weil das eine Tech-Waffe ist, oder was? Langsam wird mir alles klar. Kein Journalist würde über das Totentanz berichten. Außer Nancy. Okay. Na los, rein mit dir. Ich bin schon drin. Mal gucken, wo ich hin muss. Ich mag deinen Style. Minimalist. Hatte früher auch mal solchen Chrom. Na los, Bewegung! Auch zum Totentanz? Geile Scheiße. Dritter Stock. Drück mal, meine Finger sind taub. Und du hast nur noch Prothesen dran. Na gut. Hörst du das? Tinnitus heute. Unsere Jungs. Den Song mag ich. Okay. Bummern tut's ja schon mal ordentlich. Geh schon. Du fällst da gar nicht auf. Okay. Man kann mit jedem klarkommen. Fuck! Gibt's doch nicht! Weißt du noch das Tape von All Foods? Das ist der, der den Spider-Bot geklaut hat. Nee, niemals. Der wäre bekloppt, hier aufzukreuzen. Warst du das? Ich suche Bess Isis. Du hörst wohl schlecht, was? Hast du den Flathead geklaut? Keine Ahnung, was du meinst. Ja, er war das. Kaum zu glauben. Wir haben den Hauptgewinn gezogen. Verpiss dich von hier! Jetzt! Wer war das bei All Foods? Ich bin nicht blind. Was willst du hier? Sei vorsichtig bei der. Hast du jetzt das Sagen? Ja! Bist du baff? Hab nur noch nie von dir gehört. Das wirst du schon noch. Bess Isis. Sagt dir der Name was? Kollegin von dir? Nein. Muss sie nur sprechen. Sie soll hier sein. Nur sprechen. Klar. Ich bring dich hin. Das läuft alles zugeschmiert. Abwarten. Finde erstmal Nancy. Eigentlich sollte ich dir danken. Wofür? Die All-Food-Sache hat sich für mich gelohnt. Ein Vergnügen. Bin ja mal gespannt. Man weiß immer nicht, ob man was sagen kann oder nicht. Dagegen hier zu spielen. Was, bei der Techno-Band? Ich glaube, das passt nicht ganz. Ich sagte doch schon. Bist Musikjournalistin, ja, ja. Dann treller mal los und sag uns, wer dich wirklich schickt. Die Valentinos? Konzerne? Wie hast du sie bitte durchsucht, Tonda? Dass sie trotzdem noch Hilfe rufen konnte? Das ist Nance. Sieht übel aus. Was? Ich hab keinen gerufen. Ich kenn den gar nicht. Wir aber. Und wir wollen nicht nochmal so einen Scheiß hier, verdammt! Ich dachte. Oh. Stopp! Na gut, denn Kurzschluss. Oh.
Und hier für dich nochmal auch ein Kurzschluss. Hey, das war ja knapp. Danke. Schaffen wir sie hier raus. Also, wer bist du? Wie? Carrie Eurodyne schickt mich. Carrie? Fuck, ich raff nichts mehr. Echt nichts. Hab wohl zu viel Zeit mit Paranoia Patty da drinnen verbracht. Es geht um Samurai. Erkläre ich später, okay? Okay. Hauen wir ab. Mir nach, ich bring uns hier raus. Okay. Na dann, bring uns mal raus hier. Da drüben ist ein Aufzug. Gehen wir. War hier nicht noch? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Lassen die uns jetzt wirklich raus? Hallo? Ist da jemand? Die Marder ist da drüben! Das stört sie nicht. Nancy geht da einfach durch. Okay. Los, los! Machen wir erstmal den Revolver hin hier. So, kurz nachladen. Und während des Nachladens mal einen Kurzschluss schon mal drauf setzen. Okay. Ach, da oben bist du. So, Synapsen-Burnout. Bloß ein paar Kugeln. Bringt jeden zur Strecke. So, hier jetzt lang. Los, los! Genau, los, 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 los. Immer schön in die Feuer. Spritze springen. Dann ist noch einer. So, und damit es sich auch lohnt. Genug schon? Na denn. Passt das ja. So, einmal Waffen mitnehmen. Warum ist der Aufzug in diesem Loch so scheiß lahm? Ich hab keine Ahnung. Mein Auto ist draußen. Na gut, denn. Warum? Alles in Ordnung? Ging mir schon besser. Die Schlampe war überzeugt, ich wäre eine Schnüfflerin. Okay, komm! Scheiße, hoffentlich ist mein Auto jetzt noch da. Raus damit, warum bist du wirklich hier? Für eine Story über die Musik im Totentanz. Kein Wunder, dass Patricia dir das nicht abgekauft hat. So, gucken wir mal. Soweit sieht hier jetzt alles reihe aus. Um Gottes Willen, das ist dein Auto? Achso, das sah aus, als wenn da keine Reifen dran sind. Diese dreckigen Wichser! Ah, gibt Schlimmeres. Ist doch ein nettes Andenken. Scheiß auf Andenken. Ich fahr direkt zurück zum Schneideraum. Komm mit, wenn du reden willst. Hoffentlich okay. Kommen wir in der Schrottkarre in einem Stück an. Ah, das passt schon. Solange es noch fährt. Okay, also was will Carrie? Samurai zusammenbringen. Für einen Gig. Eine Nacht. Ohne Silverhand gibt es kein Samurai. Der Gig ist ein Gedenken an Silverhand. Was ist auf einmal in Carrie gefahren? Dachte er, wäre längst darüber hinweg? Na gut, spielt wohl keine Rolle. Was hab ich davon? Hab gerade deinen Arsch gerettet. Von mir aus hättest du warten können, bis ich Material hab. Ach. Patricia, diese paranoide Fotze.
Ich wünschte, ich wäre da gewesen, als dieser Royce das Sagen hatte. Nein, tust du nicht. Glaub mir. Wir sind da. Steig aus. Okay. Und was ist mit dem Konzert? Sag Harry, ich kümmere mich drum. Wir hören uns. Okay, danke. Das lief verdammt gut. Ruf Carrie an. Okay, dann rufen wir Carrie noch an. Hey, wie war's? Hast du Nance erreicht? Ja, sie ist dabei. Will sogar den Gig organisieren. Immer noch ein Kontrollfreak. Schön. Gab ein paar Reibereien mit den netten Leuten von Maelstrom. Geile Sache. Hör zu, ich hab Henry erreicht. Nun, hab ihn aus dem Entzug geholt. Ist eine coole Story. Henry wusste nicht, dass Danny die ganze Zeit in Night City war. Ist gerade auf dem Weg zu ihr. Wird eine Überraschung. Wir treffen uns alle bei Danny. Ich etwa auch? Warum? Du willst doch mit uns spielen. Dann musst du die anderen treffen. Ich schick dir die Adresse. Okay. Gut, aber vorher machen wir jetzt nochmal ein kleines Level up. Das heißt, wir gehen jetzt mal endlich auf Coolness, damit wir halt mal ein bisschen cooler werden und so, ne? Und dann würde ich sagen... Ah, das mit den Quick Hacks war schon in Ordnung. Aber jetzt müssen wir auch mal gucken, dass wir das hier mal mit den Stealth ein bisschen besser hinkriegen. Kampfmaschine, ja, eigentlich müssen wir in Stealth gehen. Ermöglichte nicht tödliche Tektons aus der Luft heraus gegen Ziele, die du nicht bemerkt haben. Ermöglicht dir das Werfen vom Messer an. Okay. Erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern um 25%, während du schleichst. Aber so coole Sachen sind da jetzt nicht so bei. Kampfmaschine hätten wir jetzt noch. Erhöht die Resistenz pro Stack Kampfmaschine. Aha. Armer aus Stahl. Verringert den Waffenrückstoß um 200. Da ist jetzt doch nicht so bei. Dann gehen wir doch mal weiter auf Quick Hacks ein, wa? So, komm, machen wir hier erstmal Biosynergie fertig oder gehen wir auf iSpy? Komm, wir machen erstmal iSpy rein. Der passt besser. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.